Zeit für ein Unboxing. Samsung hat mir dieses wunderschöne Paket geschickt. Irgendwie hat es mehr drin. Wollen wir schauen, machen wir es auf und probieren wir es aus. Ja, dann wollen wir mal loslegen. So. Was haben wir da? Da haben wir zuerst mal das Note 20 Ultra 5G, also die Top-Version. Was gibt es da dazu? Oh, eine Hülle. Sehr wichtig für Leute wie mich, die dann auch mal was runterfallen lassen. Und dann haben wir noch, oh, die Buds. Die würde ich sagen, machen wir separat. Hülle legen wir auch weg. Und dann öffnen wir mal noch das Notes. Ups, ein bisschen öffnen hier. Auch noch was zum Durchschneiden. Hopp. Und dann können wir das öffnen. Oh, die Farbe. Ist das wirklich die Farbe? Oh ja, wunderbar. Die gefällt mir also schon sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Wirklich schön. Schöne Farbe. Oh, die Folie weg. Und erster Eindruck. Schönes Gerät. Aber ein riesiger Kamera-Bump, wie man so schön sagt. Riesig, riesig groß, aber schick. Den Code hier nehmen wir weg. Und dann ist da hier auch schon alles am Aufstarten. Und mal schauen, was sonst noch in der Box drin ist. Charger haben wir hier. Genau, dann dürfte das vielleicht, ich bin so schlecht, da ist leer. Das ist das Ladekabel, unspektakulär, und das sind AKG Kopfhörer, werde ich wohl auch nicht brauchen, vor allem wenn ich die Buds habe. Ja, und dann würde ich sagen, als nächstes setzen wir es mal auf. Oh, den Stift muss ich auch rausziehen. Oh, auch schön wunderbar kupferfarben, wunderschön, genau so muss es sein. Setzen wir das Gerät mal auf und sehen uns nachher wieder. Wir haben das Galaxy Note 20 Ultra 5G nun ein wenig ausprobiert. Zeit für einen ersten kleinen Eindruck. Der Screen, der ist wirklich positiv herausstechend. Nicht nur wegen der Größe, 6,9 Zoll, riesengroß, ideal, um etwa Webseiten oder Videos anzuschauen. Nein, auch die Auflösung gefällt mir und die Farbe, wirklich der beste Screen, den Samsung je in einem Handy verbaut hat. Und da sind sie ja wirklich Weltklasse. Mir gefällt auch das Design, ja, wirklich schön gemacht. Auch wenn die Kamera Bump hier wirklich extrem ist, aber tja, so ist es halt. Trotzdem das Quadratische, auch dieser kupferfarbene Touch, wirklich sehr elegant. Mit einer Hand lässt sich allerdings das Gerät kaum bedienen. Man braucht eigentlich immer zwei Hände, auch vor allem wenn man den Stift hier benutzen will, den S Pen, den ich persönlich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel nutzen werde. Ich bin nicht so der Stift-Typ, aber natürlich für den Test werde ich es auch ausprobieren. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich das beste Samsung? Das werden wir im Test ausprobieren müssen. Es kommt auf ein paar Dinge davon. Akku bisher nicht schlecht, das wird sich zeigen. Und dann vor allem auch die Kamera. Nur in Anführungszeichen drei Linsen, nicht so protzig wie bei anderen. Und wird das reichen, um die Scharten des Vorgängers, des S20, auszuwetzen? Macht das wirklich tolle Bilder? Übrigens hier, das ist keine tote Katze, das ist eine Katze, die sich sehr entspannt und am Boden räkelt. Ja, wird man wirklich tolle Fotos machen können?
Erster Eindruck ist nicht schlecht, aber das werde ich dann im Test noch vertiefen müssen. Und das entscheidet schlussendlich, ob das die 1300 Franken, die das Gerät hier kostet, wirklich wert ist. Natürlich, alles drin, 5G, Riesenscreen, alles, was man sich wünscht. Im Test wird sich dann zeigen, ob das wirklich auch das ist, was man empfehlen kann.